Ich habe noch nie mit Gleitgel gearbeitet. Vincent Lee 2024. Oh ja, finde ich schön. Ich dachte, dass die Leute das klippen. Content, Leute, Content. Das ist nicht euer Ernst. Bitte, Leute. Komm mal den Mail hier. Ey, wir sollten im Quatsch. Was ist denn eigentlich hier der Feldsalat? Was ist denn mit dem Jon los, ey? Warum? Ja. Was mit Jon? Ah, da ist er ja. Hi. Ist halt ein entspannter Typ. Wir sehen dich nicht. Ich hab nur Füße im Kopf die ganze Zeit wegen dir. Ich hab gleich hier im Kopf. Okay, wir machen mal weiter mit Spiel 4, mit Spiel 6, würde ich sagen, ne? Wenn es jetzt so weit kommt. Das passt nämlich eigentlich ganz gut. Ich finde das eine gute Überleitung mit den ganzen Produkten und mit der ganzen Werbung, weil das ist nämlich der Name des folgenden Spiels. Als hättet ihr es gewusst, heißt das nächste Spiel tatsächlich: Wen ist der Produkt? Das Problem ist, man merkt vielleicht schon, lieber Chat, denkt bitte dran, die können euch jetzt nicht mehr lesen. Wir haben hier jetzt eine kleine Kollektion an wunderschönen Sternchen. Und denkt dran, das ist jetzt nach Spiel Maulwurf, das ist jetzt wieder ein No-Brainer. Nein, pass auf. Wir haben hier die besten, legendärsten Perlen von AliExpress zusammengetragen. Oh nein. Ihr kriegt jetzt pro Runde, das wird chaotisch. Es gibt insgesamt 6 Runden, 6 Stück, 6 Produkt, wo wen ist, ja? Ja. 4 verschiedene Bilder. Da steht jetzt aktuell wieder, ne, lieber Chat, ihr könnt es hier Andy gerne nochmal anpinnen oder jemand von den anderen. Ist jetzt wieder die Nummer mit 1 bis 4 statt A bis D. Es steht A bis D dran, aber ihr schreibt bitte wieder in den Chat 1 bis 4. Das passiert währenddessen. Ihr macht das zeitgleich. Es gibt diesmal im Chatvote keinen Timer. Ihr könnt euch umentscheiden. Jederzeit. Immer. Okay? Sage ich nur nochmal. Chat darf sich jederzeit umentscheiden. Ihr könnt auch nochmal switchen. Aber euer Vote zählt dann nicht doppelt, sondern ändert. Folgendermaßen. Danke. Ach, danke, Leaf. Folgendermaßen funktioniert es. Diese 4 Bilder, von denen passt eines zu dem Produkt, was wir suchen. Ich lese euch aber davon innerhalb dann der Zeit, die danach läuft, die Rezensionen vor. Diese Rezensionen sind natürlich übersetzt worden, automatisiert, ist doch ganz klar. Und ihr sucht das raus, was passt. Ihr kriegt gleich in der Maske, wenn ihr das seht, die Zeit läuft. Ihr kriegt die Gelegenheit, auch nochmal einzuloggen, aber ihr müsst separat auf den Einloggen-Button drücken. Macht bitte nicht den Fehler, ich gebe euch diesen Tipp, zu früh einzuloggen, weil vielleicht switcht es ja nochmal von der Meinung. Das Problem ist, ihr habt einen kleinen Motivator, zu früh einzuloggen. Es gibt zwar keinen Timer, aber ihr startet bei 200% eurer Punkte, die ihr durch den Vote bekommt. What? Und lauft also mit. Also müssen buzzern, ja? Nein, ihr müsst nicht buzzern. Jeder loggt ein. Es hat keinen Timer. Aber es hat in einer gewissen Weise doch einen Timer, weil diese 200% laufen relativ rapide runter bis auf null. Oh mein Gott. Und dann kriegt ihr gar nichts mehr. Okay. Wir kriegen hier dann in dem Fall kriegen wir hier dann übrigens auch wieder die Punkte von denen, die richtige Antwort getroffen haben. Und dann kommt es darauf an, wie viel Prozent für diese Antwort aus dem Chat waren. Okay? The pressure is real, Alter. Also es gibt eine Rezension. Ganz kurz. Und wie muss man ein Produkt zuordnen? Was bedeutet einloggen? Also wir müssen nicht buzzern, wir müssen irgendwas schreiben Nein. Du klickst einfach, also eines der 4 Bilder an und rechts daneben ist bei dir zumindest auf dem Screen ein dicker, fetter Knopf, wo einloggen draufsteht. Das verstehst du schon, das ist relativ selbsterklärend. Da steht Einloggen drauf, ja? Also einfach May, ganz simpel, anklicken und auf Einloggen drücken, wenn du safe bist. Aber da hier gibt es ein Einloggen, weil hier ist dann, wenn ihr einmal Einloggen gedrückt habt, könnt ihr es nicht mehr ändern. Aber dann seid ihr bei denen, aber ihr freest euch dann quasi, ihr kriegt das dann bei den Prozent, wo ihr in dem Moment eingeloggt habt. Okay? Das ist der Vorteil des Einloggens, deswegen gibt's das hier. Also je früher ihr einloggt, desto mehr Prozent kriegt ihr. Stellt euch vor, startet bei 200, ja? Und geht dann immer konstant runter, 199, 98, 97 und so weiter und so fort. Und der Moment, wo ihr auf Einloggen, auf den Button Einloggen drückt, ja, das, was da an den Prozenten gerade da ist, das kriegt ihr dann, wenn es richtig ist, wenn es falsch ist, nicht. Einfach Druck machen, ne? Einfach richtig Druck machen hier. Das, was ihr, Minuspunkte wäre lustig, ja. Ihr kriegt ich die Punkte, wir kriegen die Punkte Bilder von den und dann müssen wir. Der Chat votet, was, also ich sage euch nochmal, liebe Menschen im Chat, sorry, ich habe es, glaube ich, ein bisschen verwirrt durch die Erklärung selber. Hätte ich besser vorbereiten sollen. Aber kleiner Tipp an euch im Chat, ihr votet bitte einfach für das, was ihr glaubt, was korrekt ist. Okay? Die Antwort, wo ihr glaubt, die stimmt. Und ihr könnt natürlich auch Taktiken fahren, ist eure Entscheidung. Also ihr votet auf jeden Fall bitte 1 bis 4 statt A bis D. Je nachdem, was ihr glaubt, was passt. Gibt keinen Timer. Also ich würde sagen, Rezensionen zu Bild zuordnen, ja? Genau, Rezensionen zu Bild zuordnen, aber ich lese einfach eine Liste vor und ich sag mal, wenn ihr alle schon eingeloggt habt und wir alle schon ausreichend Chatvotes haben,
dann stoppe ich das irgendwann einfach. Ja, wir müssen das nicht bis 0% durchlaufen lassen. Aber hier gibt es keinen Timer. Der einzige Timer, der was ändert am Game, sind die Prozente, die runterlaufen. Wir schauen uns jetzt erstmal die Punkte, die Bilder des ersten Spiels an. Ja? Und es ist teilweise echt schönes Zeug dabei. Wir haben dieses formschöne Produktbild. Das sind übrigens immer die Hauptproduktbilder von irgendwelchen Produkten. Ja? Dann haben wir einmal dieses Element. Wir haben einmal meine Schokochips rein. Dieses Element hier. Ist die Frage. Also das gibt's nur in China, Alter. Hund nicht enthalten. Und, nee, aber es ist ja nicht die Produktbeschreibung, es ist ja, sind ja Rezensionen. Und dann haben wir als letztes noch dieses Element hier. Hund nicht enthalten, hast du gesagt? Das habe ich mir jetzt, das war jetzt ein Gag. Das steht, glaube ich gar nicht. Also, sobald es losgeht, seht ihr das. Sobald es losgeht, könnt ihr im Chat auch abstimmen. Ihr könnt eure Meinung auch nochmal ändern. Wenn ihr ready seid, dann starte ich zum Vorlesen. Aber passt auf, die Prozente gehen schnell nach unten. Ich starte. Die Bestellung wurde gesendet. 10.4. kam zu Kasan, 4.5. Eine gute Handtasche, im Inneren wie eine wasserstoffdichte Stoff. Sie können drehen, außerhalb zu wischen. Wir haben nicht verwendet, die fallen noch. Große Qualitätsprodukt, wasserproof innen und sehr stark Klettlet zu. Stickt zu gut zu meiner Seite beim Gehen. Super zufrieden, danke. Versand nur nahm ein paar Wochen und kam früher als wie erwartet zu dem Nordinsel Neuseeland. Ausgezeichnete, schnelle Lieferung, gute Verpackung, Funks ausgezeichnete Handtasche. Ich bin Kauf eine zweite in der ersten verloren, einen Kunststoffhalterung und ein wenig zerlumpten Schleife. Für dieses Geld ausgezeichnete. Diese sehr gut sieht, gut Qualität hat Klett eine, aber ich wünschte, ich hatte eine Art von Haken, eine hatte Haken. Sah das stärker als ich zu versuchen, um zu sehen. So, wir sind bei null. Andi, du hast noch nicht eingeloggt, das heißt, du kriegst keine Punkte, selbst wenn es weg ist. Was? Ich hab eingeloggt. Nee, bei mir bist du. Du musst auf den Einloggen-Button drücken noch. Ja, jetzt. Hab ich doch alles lange bereit erklärt. Ich hab doch gerade noch gesagt, da ist so ein großer Button, wo Einloggen draufsteht. Sag mal. Okay. Halbe Stunde lang drüber. So, ich hab doch extra so. Ich noch hin. Ah, ja. Ah, ja. So, alles klar. Wir gucken erstmal, was eure Antworten sind. Enden wir mal. Ihr seid alle auf D gegangen. Oh. Also, man sieht vielleicht schon, ja, interessantes Timing auch. Also, ne, während Feldi noch bei über 100% ist, seien die alle anderen bei drunter. Jetzt hoffen wir nur mal, dass der Chat so gnädig war und auch für das gestimmt hat, was ihr gestimmt habt. Das ist tatsächlich der Fall. 73% aus dem Chat waren tatsächlich auch für D. Und ich sage euch jetzt, dieses Produkt heißt Outdoor tragbare Ausbildung, Hund, Snack, Tasche, Haustier, liefert starken Verschleiß, Widerstand, großer Kapazität, Papi-Produkte, Taille-Tasche, langlebig. Nee. Es ist tatsächlich D. Es ist. Nein. Wozu muss es denn wasserdicht sein? B. Ich hätte C vielleicht noch vermutet. Das gibt's ja, genau. Doch gar nicht. Ja, ich habe auch billigen wasserdicht. Ich hatte nur gesagt, oh, große Tasche. Oh, Werbung. Oh, Entschuldigung, ich wollte das nicht auflösen. Werbung. Das ist doch kacke. Wir müssen das mal, ich muss das nächstes Mal, wenn wir das spielen, muss ich das echt manuell triggern. Muss ich echt. Nein, die Leute müssen einfach mehr subben. So. Das oder das? Ja, stimmt, stimmt. Auf jeden Fall, Alter. Wenn wir immer warten, gibt's ja keinen Grund. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, dann machen wir weiter. Finde ich gut. Also keine Punkte. Nein! Wäre cool gewesen, wenn es dir gewesen wäre. Ne? Ich möchte euch übrigens sagen, dieses wunderschöne Trainingsprodukt, ich finde auch liefert starken Verschleiß im Titel sehr schön. Dieses wunderschöne Produkt, ist toll, ne? Heißt tatsächlich, kostet tatsächlich zwischen $2,06 und $6,24. Das ist also einfach Premium. Premium-Produkt. Ich habe die Tasche tatsächlich. Ernsthaft? Echt? Hier, hast wirklich? Kannst du auch eine Rezension schreiben? Hat das jemand? Ich habe wegen wasserdicht B getippt. Ach krass, guck mal. Ja, ja, ach, es hat jemand hier. Wasserdicht, aber da ist doch Leckerlis drin. Ich hatte auch die Tasche. Echt? Wasserdicht? Warum wasserdicht? Das ist ja Trockenfutter da drin, weißt du? Da hab ich gesagt. Ja. Für Hundeleckerchen. Ja, aber dafür ist es ja da. Also, das ist so ein Trainingsbeutel für Hundetraining. Aber heißt halt Outdoor. Das war wegen wasserdicht. Ja, aber guck mal hier, ne? Outdoor tragbare Ausbildung, Hund-Snack-Tasche, Haustier. Das ist halt. Ja, stimmt eigentlich. Habe ich aber fast auf Ziel geguckt. Hund-Snack. Ja. Aber ihr habt ja dann relativ schnell B gesagt, ne? Kam ohne Hund. Ich habe das Gefühl, der Check hat für Andi gewotet und nicht für die Tasche. Weiß ich nicht. Kann gut sein. Hier, Leute, ich sag's nochmal. Ihr votet jetzt gerade für die Antworten, ne? Nicht für die Leute.
Ach so. Naja, ändert doch eh nichts. Ändert doch eh nichts. Hat eh keiner Punkte gekriegt. Aber dann wissen wir es jetzt für die nächste Runde. Sorry, wenn ich mich da unter ausgedrückt habe. Ich habe, weißt du, ich habe extra noch ein Feature eingebaut, dass ich mir hier so ein Regelwerk einblenden lasse. Hab's aber nur bei Weiß der Bauer gemacht. Nee, bei Maulwurf, weil es komplexeste Spiel war. Hier jetzt nicht, weißt du, weil ich nicht dachte, dass das so ein Problem ist. Aber gut, also guck mal. Also ihr spielt nur für euch. Genau. Ihr spielt nur für euch. Lieber Chat, ihr votet jetzt bitte wirklich, für welche Antwort ihr seid, nicht für welchen Charakter. Genau. Danke, Lief. Gut. Warum voten wir für die Antworten? Weil das die Punkte gibt, wenn die Leute richtig checken. Wir haben noch gleich ein Spiel, wo ihr für die Leute wieder votet. Keine Sorge. Haben wir noch. Ach so, wir kriegen dann auch die Punkte von den Leuten, die das Wäre jetzt die richtig gewesen, hättet ihr die und die Prozent von 73 gekriegt. Hab das mit den Regeln schon. Warum leicht, wenn es auch kompliziert geht, Lukas? Ja, man muss ja auch ein bisschen Spaß haben im Leben. So, komm, machen wir das nächste. Wir haben wieder ein paar Bilder vor Augen. Einmal dieses Gerät. Und jetzt wisst ihr das, ne? Schön. Für nächstes Mal. Also für nächste Runde jetzt. Dann haben wir dieses Gerät. Also diese Dinger, diese wunderschönen Handschuhe. Dann haben wir diese schicke, modische Hose. Und wir haben diesen stylischen Strohhut. Also, zwei Sachen für Kopf, eine Sache für die Hände, eine Sache für die Beine. Wenn ihr ready seid, seid ich ready. Los geht's. Ihr könnt jetzt auch im Chat wieder voten. Also voten wir absichtlich falsch, damit... Keine Taktik sein. Also, los geht's. Große Ding, gonne kaufen, eine andere bald. Monat, die Kauf, 800 Greit, mit Hals, Gramm, mit Halsmündigkeit, ist auch geeignet für 0 Stunden. Seit mein Blut dünner, Seite, Windabschnitt folgen die 4 Schüssel, günstige mit Mike schreiben nur. Original Premium Jeans, kleine Füße, bis größer, bis werden als. Ganz eine Qualität, Ding, für diese Geld. Sehr besorgt über die Größe, nicht sofort entscheidend zu bestellen. Gegeben einige Bewertungen über die Größe. Ich habe gesehen, ich sehe, dass ihr alle eingeloggt habt, aber ich lese das noch fertig. Für den Chat, weil wir noch zu wenig Votes haben. Aber auf mich alles kam perfekt. Sitzt wie ein Handschuh. Strap aus dichtem Stoff, 2 mm dick im Bereich der Wangen. Die Tempel sind abgedeckt mit Lederpads aus natürlichem Karl-Leder. So ich zufrieden mit dem Ding. Es ist wirklich kleine und ich tu nicht wie ein Astronaut in es. So. Wie ein Astronaut. Doch. Was ist jetzt doch A. Okay. Das ist jetzt doch A. Vince und Feldi sind auf A gegangen. Vince mit ein paar Prozentpünktchen mehr. May ist auf C gegangen, auf die Hose. Wahrscheinlich bist du bei Premium Jeans dann drüber, ne? Würde ich vermuten. Ja, 2 mm. Ja, Premium Jeans. Ah, okay, 2 mm. Interesting. Wegen Stoffdicke oder was? Ja, weil guck mal, das sieht doch aus wie. Ja, das sieht aus wie 0,5 mm. Und Andi ist relativ am Anfang schon instant scheinbar, 199%. So quasi, um eben 0% zu kompensieren. Bis jetzt. Ich dachte, ein Strohhut schützt nicht vor Abschiffung. Das war meine Logik. Gefühlt kamen alle Begriffe mal vor, ja. Ich hatte irgendwas mit Band gehabt und dachte ich, Band jetzt wegen Dingens? Irgendwie war ganz am Anfang mit irgendwas mit Band. Okay. Da kamen aber auch Handschuhe vor, das komischerweise. Das Blöde. Ne? Also wir schauen uns erstmal an, was der Chat gewotet hat. Also wie der Chat das sieht, was da richtig ist. Tatsächlich ist der Chat sich nicht ganz einig mit euch. Denn da gehen 70% auf C tatsächlich, 25% auf A, 5% auf B und niemand auf D. Dieses Ding heißt, und ich lese euch den Titel vor, dann wisst ihr es direkt, TT und Co. japanischen Café Racer Vintage Motorradhelm. Nein, let's go! Yes! Kacke! Let's go! Ich hätte nicht mal dran geglaubt, wirklich? Schlag ein, Feli! Let's go. Scheiße. Genau so ist es. What? Ey, May, wir müssen uns verbinden. Wir müssen uns verbinden. Wir müssen so connecten. $47,7. Vince und Feldi sind so für sich. $47,7 kostet der Spaß. 47 Uhr geht ja. Ich will, da will ich doch glatt mit dem Rollerführerschein nochmal ein bisschen rumspielen. Alter, let's go. Hier, weil Schnucks gerade fragt, ja, Andi hätte jetzt 0 bekommen. Genau. Ja. Andi hätte jetzt 0 bekommen. Weil 0% gewotet haben für die Antwort. Ja. Hier, lieber Chat, ihr dürft ein bisschen waghalsiger sein. Wir hatten jetzt gerade eben nur in Anführungszeichen 20 Stimmen. Ihr dürft ruhig. Macht ruhig. Ihr könnt euch umentscheiden auch, ne? Es ist bei euch nicht so, dass eingeloggt ist, sondern ihr könnt auch kurz vorher nochmal switchen, der Meinung. Das geht. Ist kein Problem. Gut, ich dachte, wir können uns auch umentscheiden und war richtig. Ja, genau. Nicht mehr klicken konnte. Doch, kannst du, solange du nicht auf Einloggen gedrückt hast. Nicht einloggst, genau. Ja, das war's Problem. Aber dann geht ja trotzdem deine Live geht ja runter. Deine Punkte.
Genau, die möglichen Prozent gehen halt runter. Du riskierst dann aber quasi im Prinzip, wenn du früh antwortest, dass womöglich noch ein Hint kommt, den du, der richtige Antwort verrät. Ne? Aber dafür kriegst du halt mehr Punkte. Ist halt, das ist der Trade-off. Gut, schauen wir uns die nächsten Produkte mal an. Wir haben einmal diesen Gerät. Wir haben diesen Gerät. Ah, okay, den kenne ich. Na, den müsste man kennen, den Eierschalen-Sollbruchstellen verursachen. Den habe ich sogar. Ja, ich auch. Damit mache ich auch andere Sachen. Ja. Mhm. Ah, wo verursachst du denn sonst noch Sollbruchstellen, Vince? Also, nee, würde ich gar nicht wissen. Mach weiter. Wir haben dieses Gerät. Interessant. Was ist das überhaupt? Sag doch bitte einfach gar nichts. Jetzt sag das so. Und den nächsten ist das hier noch. Das ist auch toll. Das ist unsere Auswahl an Geräten. Ja. Das ist doch eine Schneidungsmaschine, oder? Bei der Einstellung können nur Leute mit Diamant oder Schwert vor dem Namen links posten. Ja, du, hier, ihr Lieben, ihr macht das, ne? Hier, E-Ranger und Konsorten. Ihr macht das. Ich lese mal vor, lieber Chat, ihr dürft wieder. Und ihr dürft auch. Los geht's. Als ich die Bild, ich kommen in 1 Monat und 2 Wochen, liebte es, danke sehr viel, ich werden es und lassen zusätzliche Elemente, empfohlen Verkäufer. Sehr zufrieden, wenn finden die Waren, sofort sie schulden es zu sich selbst. Kein Zögern, Versand schnell und präzise, Form verfügbar für Brot, Eier etc. So auch Lieblingsgericht, Wasserpistole, Lipo oder geh in Hause. Ohne die Notwendigkeit für Versand ist mehr auch mehr gute 4, Lot Pashima und Reiche. Neue Jahr, glücklich, dank Tilde Dach Dach. Trifle und angenehm, alles funktioniert. Die Eier sind katschön. Zufrieden mit der schnellen Lieferung. Verkäufer danken, ihnen empfehlen. Es alle kam als in die Foto, aber die Ei zerknitterte stark, wenn verwendet. Und auf 0 und Ende. Ich kann nicht mehr. Oha! Oh ja, Bruder. Ich war total hin und her gerissen. Feldi, ohne Scheiß, ey. Nein. Okay. Der passt auch für andere Formen, nein, dachte ich. Okay. Okay, also ich bin sehr tatsächlich auch beeindruckt, weil, Feldi, du bist wirklich auf dem vor 100 noch wieder reingegangen und alle anderen sind ja unter. Ja okay, Andi ist 31 gewesen, aber alle anderen unter 30, wirklich ganz close. Ja, weil das war echt so unsicher, weil die ganze Zeit nur gelobt haben, das Produkt, aber die sind ja nicht so richtig zum Punkt gekommen. Und da habe ich gesagt, hey, jetzt gib mir doch mal einen Anhaltspunkt. So, ne? Die sagen, boah, schnelle Lieferung, bla bla bla. Ja, die waren auch wirklich mies, diese Dinger. Also das Ende war wahrscheinlich noch am ehesten der Giveaway. Wir gucken erstmal ins Voting, weil der Chat ist sich tatsächlich auch nicht wirklich einig. Die meisten sind aber mit euch, ne? 46% auf A und 38 auf C. Also, die sehen es ähnlich wie ihr. Ne? Ihr seht es ja, B und D haben weniger. Aber jetzt ist die Frage, ist es A oder ist es C? Ich kann euch so viel sagen, eins von beiden ist es definitiv. Und ich gebe euch mal, ich erinnere euch nochmal an die letzte Zeile, die letzte Rezension. Es alle kam als in die Foto, aber die Ei zerknitterte stark, wenn verwendet. Könnte auch B sein. Nee, das kann nicht sein, weil es zerknittert. Also Ei zerknitterte stark ist... Nee, das würde ich A sagen. Ja, ist richtig. A ist tatsächlich richtig. Jetzt. Genauso ist es. Ja. Ich freue mich viel zu übermäßig gerade. Das Ding hat übrigens einen sehr, 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 sehr geilen Namen, möchte ich mal gerade ganz kurz sagen. Ich möchte euch diesen Namen vorlesen. Das kostet stattliche 1,09 bis 3,90 und heißt... Es ist mein Lieblingsname. 2 PCS Fancy Cut Eier gekocht, Eier Cutter Haushalt gekochte Eier, kreative Werkzeug, Bento Cut Blume Former Küche Zubehör, Verkauf Eier, Eier, Verkauf Eier. Ich glaube, SEO funktioniert Eier, ne? Jetzt da, oder? Das SEO also, das Search Engine aber, ne? Optimization ist da, oder? Ja. Wenn du Eier eingibst, sofort. Also ich weiß nicht, wie oft das Wort Eier in diesem Titel vorkommt. Ja, Hauptsache genug. 2 PCS Fancy Cut Eier gekocht, Eier Cutter Haushalt gekochte Eier, kreative Werkzeuge, Bento Cut Blume Former Küche Zubehör Verkauf Eier, Verkauf Eier, Eier Verkauf Eier. 7-mal das Wort Eier drin. Das muss für Eier sein. Aber genau das war mein Grund, warum ich Eier nicht nehme. Genau das war der Grund, weil ich dachte, Eier kommt jetzt nicht darin vor. Ja, ich dachte verkopft. Obwohl, das, guck mal hier, der mit der Nase, da ist ja einfach Eiweiß rausgekommen. Aber ich war, sein können. Ich war auch auf C, weil es sind die Brotschneide-Dinge. Oh, den fand ich jetzt schön, danke. Oh, Eier, wir brauchen Eier. Eier. Das kann er. So. Okay, gut. Haben wir das, ja? Gut. Ja.
Weiter geht's. Wir haben wieder mal Handschuhe. Oh, nice. Ist ja wie so ein Trend, ne? Dann haben wir aber leider Slap Gottes auch me. Das. Ich glaube nicht, dass es um das Kind geht. Nee. Wir haben das hier. Oh, ah! Ach, das, das. Yes. Da fühlen wir uns heimisch. Den okay. Will ich mir doch glatt anziehen. Ja, nice. Und ja, dann haben wir noch das hier. Wow. Oh, 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 das ist noch besser. Den würde ich mir gönnen. Können wir, ja? Was war das denn? Keine Ahnung. Komm, los geht's, los geht's, los geht's. Okay, Achtung. Okay, okay. Los geht's. Reine manuelle Messungsfehler innerhalb 2 cm. Ist eine normale Phänomen, weil die Kamerawinkel und Beleuchtung Probleme, physikalische und Bild ein wenig Farbe alle in der Art vorherrschten, können nicht accept please, schoss sorgfältig. Verschiffen 9. Tag, kam in nur 9 EE, schnelle Versand, danke, Miss bekam 170 cm, endodermale Kilogramm Zoll, L-Größe auf Bestellung, die Größe gut fit für Highplatte, Licht komfortable bin, Farben schwarz dark als ein Bild ein, wenig mehr Strömung und der Glanz ist nie. Leder in die Mund, gut geht als Oberbekleidung, Winter ist ideal für Kaufwert, sie statt der Schwarz denjenigen, ich hatte einen schlechten Herbst und würde haben gebrochen in meine Hüften und Knie. Bekam aus aus als ein paar Prellungen, aber das ist alle. Es ange... Okay, ich brauche gar nicht weiterlesen. Ich lasse den Chat noch kurz weiter abstimmen. Ich glaube, das war's, ne? Habt ihr alle? Also, ja, komm, da, immer. Da, wo die Hüfte da durch war, da habe ich gesagt, das passt gar nicht okay. mehr. Guck mal, das ist das erste Produkt, wo wir tatsächlich auf 3 verschiedene Antworten gehen. Nee, hat man. Nee, wer einen macht denn den Tanga, Alter? Seid ihr ja, durch? Ey, es hat, aber Vince und Ray sind sich da ganz gut einig. Bei Farbe Schwarz hat es Klick gemacht, da habe ich gesagt, okay, und danach, dann wurde es aber weird mit Herbst und dann mit Hüfte kaputt und so. Und ich gesagt, dann erst wurde es weird, Vince. Dann erst wurde es weird für dich. Was hast du für Standards? Anfang, nee, es war. Auf Vincent zu mobben, der ist Kummer gewohnt. Halber Chat nehmen. Lisa, du hast irgendwie recht, ne? Halber Chat irgendeinen Scheiß voten, weil Strategie, andere Hälfte, richtiges nehmen. Irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, so ist es, ne? Wir schauen mal aufs Voting, Scheiße. Weil wir haben tatsächlich für alles irgendwie Votes, aber es kristallisieren sich deutliche Favos heraus und es sind spannenderweise auch eure Punkte. Oha. Das Kind hat keiner gesehen, spannenderweise. Krass. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. FBI muss nicht aktiviert werden. Ich hätte auch Handschuhe dann nach. Als, danach hatte ich auch irgendwie Gefühl, ah, das klingt nach Handschuhen. Fuck. Okay. Leder. Ja, genau, Leder, ja, genau. Also, pass auf. Das Problem in der ganzen Sache ist, dass AliExpress da echt manchmal Scheißbilder hat. Es geht nämlich tatsächlich auf diesem Bild um die Motorradhose. Nee! Let's Motorradhose? Go. Was? Ich hab gedacht, Motorrad, aber ey. Ja. Da war ja das war richtig gemein von dir, dass du das Kind genommen hast mit diesem absolut Fahrrad. Richtig. Da, mit diesem es ist richtig, richtig ätzend. Also es ist wirklich, wirklich, ich hab auch, also ich hab das Spiel ja selber beim Raussuchen der Produkte gespielt. Ich hab einfach random irgendwo drauf geklickt, gar nicht geguckt, wie das Bild aussieht und hab alleine nur die Rezension gelesen, versucht zu raten, was es überhaupt für ein Produktart ist. Ich hab's auch nicht rausgefunden. Das Ding heißt. Das aufs Bild. Ja. Das Ding heißt 2021 neue Khaki Motorradhosen Schwarz Männer Moto Jeans Zipper Zipper Schutzhülle Getriebe Blau Motorradhosen Motocross Hosen Motohosen. Ich frage mal meine Frau, weil das ist ja eine chinesische Seite, die musst du das mal auf. Du musst mir den Link mal schicken. Ja, kann ich machen. Will das mal, dann will ich das nämlich auf Chinesisch mal mir übersetzen lassen. Das kann ja nicht sein. Gemein. Alter. Ja, Christian, du hast ja recht, aber das Ding ist, ich habe mir das ja nicht mal ausgedacht. Das ist ja legit. Also. Es war fuck, aber Alter. Auch nicht nett von dir, dieses Kind mit dem Fahrrad dazu nehmen, weil das dann dachte man, okay, es geht um das Fahrrad. Ja, das war ja gut, okay, aber das ist doch dieselbe Denkstrategie, May, ne? Wenn, es geht ja auch nicht um das Motorrad, es geht um die Hose. Nee, das andere war um Eier und davor war um, keine Ahnung, hast du vergessen. Versuch dir nicht die Punkte jetzt hier, weißt du, May, akzeptier es einfach, wie es ist, der Schlüpper war es nicht. Hier sei doch. Ich habe vorhin im Chat eine Idee gelesen, tatsächlich, die würde ich jetzt tatsächlich fast mal in die Tat umsetzen. Negativpunkte wie. Nein, Quatsch. Nein, ach, Unsinn. Quatsch. Nein, alles gut, ich verstehe, was du meinst. Gut, schauen wir mal. Schwarz ist aus Lager übrigens, wäre in der letzten Besetzung gewesen. Ne? Schwarz ist aus Lager. Im Titel steht blau und auf dem Bild ist die Hose braun. Finde ich auch schön. So. Sehr schön. Das nächste ist aber nicht so arschig. Wir haben einmal das hier. Oh.
Oh, ein Traum. Jetzt wird's handwerklich. Ja, es wird auch handwerklich. Es bleibt doch handwerklich. Wir haben einmal diesen Standbohrer. Wir haben einmal diesen Kantenschleifer. Den kenne ich. Wir haben dieses Schweißgerät und diesen Handbohrer. Yes. Also vier Werkzeuge, keine Punkte für Jon, lese ich gerade im Chat. Übrigens, Informatikerflex. Hab auch einen negativen Punkt. Ja, nice. B ist der beste. B habe ich jetzt mal in Live-Action gesehen mit meinem Dad. Das ist super. Super. Kantenschleifer, ja. Mittlerweile weiß ich es auch. Damals, als ich die Testrunden gespielt habe, wusste ich tatsächlich nicht, was das ist. Jetzt mittlerweile habe ich selber einen benutzt und weiß auch, was das ist. Der Gerät. Ist richtig gut. Der Gerät. Aber auch Standbohrer. Standbohrer ist auch stark. Okay, komm. Das wird Struggle geben, lese ich gerade. Hör mal, wer da hämmert. Ja, genau so ist es. Ich lese einfach mal vor, okay? Okay. Los geht's. Lieferung von Russland in 3 Tage. Nahm in der Mail, kam SMS. Set als in die Foto. Clamp Kurve verdreht heraus, die Schwarz bolt sofort. Die Schaltertaste ist sehr weich und nicht sichtbar. Ich davon ausgehen, dass es wird versehentlich. Umsatz ist geregelte wie laut, wie alle anderen. Heizung von der Arbeit ist, aber nicht kritisch. Lassen Sie uns sehen, wie lange wird es funktionieren. Wenn für häufige Verwendung, es ist besser zu nehmen Marken. Ich kann nichts sagen, etwas über die Werkzeug. Überprüft in, gut liegt in die Hand. Leistungsstarke minus 400 Watt. Ich hatte eine 400 Watt Renoator vor. Dass die Unterschied ist, fühlte sofort es schön zu arbeiten. Ändern von dem, dass die Düsen mit Hilfe von 1 das Hebel. Nicht ein Hexagon, ist große Puls in Arbeit. Aber es ist ein Minus, Minus nicht in jede Düse tun. So wie sie wenn Auftrag, es sollte gehalten in Geist. Auch eine kleine Minus, Komma, Komma, dass bei der Arbeit, Komma, die Schrauben der Hebel, Lok, Giel aufgedreht von der Vibration. Sie natürlich nicht lange zu. Ich will das noch fertig lesen, sorry. Nicht lange zu staffen mit Hilfe eines Hexagon, aber nach einer Weile sie wieder antwist. Ich denken etwas zu Drip auf die Whip. Für Beispiel dicht gefahren. Was Drip auf die Whip? Drip auf die Whip! Alter, das klingt echt wie ein Sexspiel. Okay. Ich will ja nicht so, ne, Drip of the Whip, der Druck war 400 Watt, aua, let's go. Turn up. Es übrigens, ich hatte einen Satz jetzt noch, einen Satz hat noch gefehlt. Letzter Satz wäre gewesen, für eine solche Preis, ich empfehlen. Ah ja, okay. Drip of the Whip ist auch tatsächlich. Drip of the Whip. Also es ist halt legit Drip of the Whip. Das brauchen wir hier. Drip den Track will ich hören. Drip, ja. Lass den machen. Alter. Mach aus den Bewertungen einen Song. Vibration, Kleidgehbilder, sexy Radiostimme, das nicht Twitch, das ist OnlyFans, ja? Du hast uns erkannt. So. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Chat. Ihr habt tatsächlich aber alle relativ früh, ne? Also keiner irgendwie unter 90%. Das niedrigste ist wirklich May mit 90. Hat man auch noch nicht, glaube ich, dass wir so. Wir könnten da hinkommen, ne? Ja, macht doch nichts, dass du. Aber ganz unten ist immer noch höher als das, was wir im Schnitt bislang hatten an Punkten, ne? Aber wenn ich mich hinstelle, bin ich trotzdem ganz. Oh Gott. Okay, alles klar. Wir schauen mal gerade auf das Chat-Voting, weil die waren sich ähnlich einig wie ihr tatsächlich. Ein bisschen mehr aufs Schweißgerät mit 45, aber 10-10 oben nur bei Kantenschleifer und Standbohrer. Dieses Ding heißt, ich lese es euch mal vor, kostet übrigens $34 2 bis $92 64. Sehr variable Preis. Ja. Ja, pass auf, ich lese mal vor. Deko neue 220 Volt DKO M40 LD2 variable Geschwindigkeit, elektrischen Multifunktions, oszillierende Werkzeug, elektrische Trimmer, Saar mit Zubehör. Was ist es? D. D? Ja. Wegen was? Wegen oszillierende Werkzeug oder was? Ah nein, das ist das oben, das B. Scheiße. Das ist B, Vince. Genau so ist es. Es ist der Kantenschleifer. Oh Mann, ey. Der Kantenschleifer von Vince Vater. Genau. Ich habe vorhin tatsächlich am Start gedacht, Trimmer, ja, B, genau, Christian. Ja. Beim Oszillieren. Ja. Absolut, ja. Es ist leider Gottes der Trimmer, es tut mir leid, ihr Lieben. Also es ist kein Trimmer, sondern der Kantenschleifer. Ja. 400 Watt hat das Ding? Alter. Da kannst du was wegschleifen mit. Da kann ich ordentlich was wegkantieren. Ja, ich weiß es nicht. Minus 400 Watt steht ja hier, ne? Also. Minus. Ach, Minus. Vibriert rückwärts. Genau, steck das Ding ein und dann spendest du ans E-Werk noch Strom. Macht Sinn. Du kaufst dir das Ding, um dein Haus zu betreiben. Oh, der Rasentrimmer. Ich hatte Energieumlage. Oh Mann, ey. Ich glaube, einen haben wir noch. Weiß ich nicht. Okay. Einen haben wir noch. Das ist doch geil, oder? Den hätte ich mit meinem Haus holen sollen. Deine Toilette.
Luxusklo, ne? Dann haben wir noch dieses Gerät. Gott. Hund nicht enthalten. Der arme Hund, ey, wieder gucken. Oh, was ist das denn? Was ist 1983 oder was? Badezimmer. Das ganze Bad halt, wa? Kannst auf AliExpress kaufen. Bad mit Versand. Das einfach komplettes und Bad doch, einfach drin. So. Ja, den würde ich mir gönnen. Echt? Oh, das ist schick. Den Parker, ja. Steht ja auch bestimmt. Sind. Photoshoppen wir nachher mal. Warum verkaufen die das Bad meiner Oma? Ja, weiß ich auch nicht, Mina. Weiß ich auch nicht. Bad nicht, genau, Bad nicht enthalten. Finde ich auch sehr schön, ja. Gut, okay. Ich beginne, ihr Lieben. Der Auftrag kam sehr schnell, in etwa einen Monat. Leider kam es ausgebrochen. Immer noch es befestigt werden kann, es ist okay. Sehr glücklich mit dem Kauf. Ich gekauft zwei und ich bin gonne kaufen ein anderes für eine Relative. Danke. Ich nicht versucht es noch, aber es ist genau die gleiche wie in die Foto. Sieht cool aus. Sehr glücklich, obwohl für meine 3,5 Kilo Ding ich habe eine Ergänzung auf es so, dass die Dach nicht in Belastung ist, soweit ich nicht zu wollen wie zu gehen oder so etwas. Oder sonst sehr glücklich, kaufen zwei weitere zu geben weg. Sieht gut aus, aber mein Hund ist Angst dieser LOL. Nein! Kacke. Let's go! Kacke. Okay. Let's go! Ich stoppe jetzt, auch wenn wir nur 15 Votes im Chat haben, weil ich möchte nicht, dass Junge, noch gerade, ja, es passiert nämlich gerade im Chat genau das, wovor ich nämlich Angst hatte. Deswegen, es tut mir leid, ihr Lieben, deswegen habe ich jetzt mal geschlossen, bevor es, weil das war nämlich am Ende sehr, sehr clear. Ihr wisst, was es ist, oder? Oh nein. Thomas Badezimmer. Oh, nein. Tut mir leid, nee. Es ist tatsächlich, das, es ist tatsächlich das, wo der Chat. Deswegen wollte ich nämlich den Chat noch haben, wo dieser Clear-Bild noch nicht da ist. Ich mach das ja immer so. Am Ende haben sie nämlich alle angefangen. 2-2-2-2-2 ist es B. Ja. Also von daher. Woran hat das Chat erkannt? Mein Hund ist Angst. Mein 3,5-Kilo-Ding und dann spätestens mein Hund ist Angst, dieser Lolle. Nachdem ich das gesagt hatte, lief es durch den Chat durch 2-2-2-2-2-2. Aber was ist denn davor? was war denn hier, Andi oder Feldi, was waren euer Gäste? 3,5 Kilo. Ah, es sieht cool aus. Sieht cool aus, habe ich das cool. Nur die 3,5 Kilo waren es bei mir. Ah, fuck, das sieht so geil aus, Alter. Der Hund nimmt den Ring los. Das ist einfach Team Toilette. Sieht fucking geil aus. Team Toilette. Ja. Heißt übrigens, kostet 1,78 Dollar, ist ein Schnapper. Das, Hund zu Fuß, wasserdichte, klar, Abdeckung gebaut, Inline, Regen, Graupel, Schnee, Haustier, Regenschirm, Pet-Produkte. Krasse Scheiße. Ah, ja, volle Programme, cool. Ist ein gutes Wort. Was wäre denn eigentlich, Lukas, was wäre denn eigentlich C für ein Produkt gewesen? C ist tatsächlich das Waschbecken. Das Waschbecken? Okay. So hässlich. Oh mein Gott, das ist ja wirklich. Die Farbe ist ein bisschen dated. Ist hässlich, oder? Ne? Ist furchtbar. Ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Bisschen okay, dated. Gut. Das war das letzte, ihr Lieben. Das war das letzte Produkt. Scheiße. Wir haben keins mehr. Oha. Ich muss jetzt ja wieder nochmal. Ich mach kurz auf, mach wieder zu. Ich mach nochmal den hier. Ich glaube, dann ist die Animation im Eimer. Ich glaube, die Animation kommt nicht nochmal. Aber egal. So. Wow. Da hat sich nämlich Feldi an die Spitze geschummelt durch dieses Spiel. Zurück an die Spitze. Gefolgt von Andi mit 906 Punkten. Dann kommt May mit 756 Punkten. Und dann kommt... Wie hieß er nochmal? Vince. Ja, genau. Nein, Entschuldigung. Das war ein bisschen gemein. Nein, ach Quatsch. So. Wir lesen euch wieder. Finale, ihr Lieben. Wir sind vom letzten Spiel. Wir sind vom letzten Spiel. Hallo Chat. Ihr dürft wieder. Ihr werdet gesehen. Meine Hündin wird das auch angreifen. Petting im Weg. Ich das privat. Mein Bruder, mein Vermieter. Willst du das uns erklären, Feldi? Was heißt das? Ja, es gibt dieses Meme. Es gibt dieses Meme, dass ich ein Immobilienmogul wäre, weil Tobias Hug mal in einem Livestream gesagt hat, dass ich ein Immobilienhai wäre. Aber seitdem bin ich der Immobilienmogul. Würde ich so sehen, ja. Moneyboy. Ja, doch, dieser Schnorrer, der verrät dich ja auf jeden Fall, dass du ein schwerer Immobilienmogul bist. Also. Was für ein Spiel. Ja, habe ich euch zu viel versprochen? Die Spiele werden immer absurder, ne? Also es ist... Aber saugt euch mal 6 verschiedene Spiele raus. Schick mal den Link vom Bach, der renoviert ja gerade. Das Bad ist schon fertig, Leute. Das ist kannst du mal rausreißen und was Neues reinmachen, das juckt doch keinen. Ja, Digga, nein. Ich bin echt zufrieden, also das Bad, was jetzt da drin oben ist, das sieht echt... Die streamt aus dem Westflügel. Ich mag ihn auch. Ich halte es da tatsächlich mit einem Zitat von der Heider.
Ich halte es tatsächlich mit dem Design von der Haider, wo er so ein Bild eingeblendet hat, als er über Gronkh geredet hat. Hat er so ein Bild eingeblendet von so einem riesen Palast mit Vorhof und dann sagt sein Kommentar dazu, hier ein Bild der östlichen Besenkammer. Ja! Ja, das ist, ja. Vielen, vielen Dank nochmal, ihr Lieben, an den Chat. Ich meine, wir haben noch eins, das Finale, das geht aber, na, je nachdem, das kann schnell gehen, das kann sauschnell gehen, das kann aber auch noch lange dauern. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, es geht recht fix. Vielen Dank nochmal an ihr, alle, die dabei waren heute und auch immer noch dabei sind bis zum Ende. Ich meine, es dünnt sich natürlich aus jetzt gegen Ende, schätze ich mal. Ich sehe die Zuschauerzahlen nicht, aber die Voting-Zahlen gehen auf jeden Fall runter. Vielleicht lag es aber auch am Spiel gerade, keine Ahnung. Kann sein, ja. Die, trotz alledem, cool, dass ihr immer noch dabei seid. Vor allem dass dadurch, dass das jetzt, dafür, dass das so eine Pilotgeschichte ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich noch geiler. Erstens mal, dass ihr vier Bock hattet, das zu machen und auch das Wagnis eingegangen seid, so ins kalte Wasser zu springen, ohne dass ihr wusstet, was euch erwartet. Und auch, dass alle Zuschauer hier gerade richtig Bock hatten, das zu machen und dabei sind, finde ich saustark. Vielen, vielen, vielen Dank an alle. Finde ich, bedeutet mir persönlich sehr viel, einfach weil ich das jetzt ja auch schon drei Jahre rumtrage, das Projekt. Ja, ich fühle mich schon schlecht eigentlich dabei. Nein, Quatsch. So, ja, machen wir. Ja, machen wir. Stark, ja, nice. Ach Leute, mega. Ja. Guck mal, jetzt schreibt mir selber in den Chat. Ja! Christian! Was ist denn los mit dir? Danke dir für deinen Gift. Ich kann da nichts für. Ja, ey, raus, du scheißt doch hier in dem Game, ganz ehrlich. Ich hab hier aufgemacht. Ja, ich bin scheiße im Game, genau. Und Iobot Alpha, herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Club. Vielen, vielen Dank. Ach ja, ach schön. Ach Leute, mega. Also ich mach's auch gerne wieder, auf jeden Fall. Ich hab da richtig Bock drauf. Das ist ein cooles Format. Macht mega viel. Matisi, was ist denn los? Vielen, vielen Dank. Was ist denn? Hast du zu viele Bits irgendwie? Hast du noch ein paar über und musst dein Konto lernen oder was? Vielen, vielen Dank.